Sie sagten uns, wir werden diesen Krieg gewinnen. Und Millionen an diesem Krieg unschuldiger Bürger verlieren derweil ihr Vermögen. Sie sagten uns, die 6 Sanktionspakete werden binnen weniger Wochen Russland in die Knie zwingen. Und die einzigen, die in die Knie gezwungen wurden und um Almosen des Staates betteln müssen, sind österreichische oder deutsche Bürger. Sie sagten uns, sie werden die Teuerung abfedern. Und die einzigen, die gerupft sind, sind wir. Sie sagten uns, man bekommt tausende Euro gegen den Preiswahn. Und Millionen von Menschen fragen sich, wie sie an dieses Geld denn kommen sollen. Sie sagten uns, dass durch Sanktionen eine hohe Inflation unwahrscheinlich sei. Und die Inflation ist auf einem Rekordwert seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie sagten uns, die Wirtschaft sei durch die Sanktionen nicht in Gefahr. Und die Märkte spielen derweil verrückt. Sie sagten uns, dass Gas in Europa nicht knapp werden würde. Und an allen Ecken des Kontinents wird das Gas immer weniger und der Strompreis steigt. Sie sagten uns, wir seien vom russischen Gas nicht abhängig. Man habe andere Märkte. Und dennoch werden die Gaspegelstände niedriger. Sie sagten uns, sie werden uns aus dem Kohle- und Ölzeitalter führen. Und die längst abgefragten Kohlekraftwerke werden wieder hochgefahren. Sie sagten uns, die Neutralität werde bewahrt. Und dennoch werden ausländische NATO-Panzer quer durch Österreich transportiert. Sie sagten uns, wir werden uns nur um ukrainische Flüchtlinge kümmern müssen. Und täglich kommen hunderte Syrer und Afghanen, aber kaum Ukrainer. Die, die das alles sagten, sind auch dieselben, die behaupteten, es käme zu keinen Lockdowns, zu keinen Einschränkungen der Freiheit, zu keinen Zwängen, zu keiner Impfpflicht, zu keinen Arbeitslosen, zu keinen Schulschließungen, zu keinen Konkursen, zu keiner Maskenpflicht, zu keiner Testpflicht. Auch das sagten sie. Es sind immer dieselben, die Tag ein und Tag aus lügen. Und es sind immer dieselben, die den immer wiederkehrenden Lügen auf den Leim gehen. Denn zum Lügen gehören zwei. Einer, der lügt, und der andere, der die Unwahrheit glaubt. Zeit, sich von den Lügnern zu befreien,